Heute habe ich für euch einen Mega-Cheeseburger, so wie wir ihn gerne zubereiten und lieben. Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Es ist ein Cheeseburger der Spitzenklasse mit hausgemachter Burgersoße. Die Zutaten werden so zubereitet, dass sie am Ende wirklich richtig stimmig zu dem Cheeseburger passen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Rezept. Hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Ihr seht hier, dass für zwei Burger 500 Gramm Rinderhack verwendet werden. Für ein großes Burgerbrötchen braucht man auch einen großen Burger. So, ich habe hier meine vier roten Zwiebeln geschält und halbiert und anschließend schneide ich sie in Scheiben. Jetzt habe ich eine Pfanne mit Butter erhitzt und bei Dreiviertel Temperatur werden die Zwiebeln jetzt schön gebräunt. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Tomaten und die werden geviertelt und anschließend komplett das Fruchtfleisch entfernt. Anschließend alles in feine Würfel schneiden. Die Cornichons schneide ich in Scheiben, anschließend in Würfel und dann hacke ich sie mit einem Messer nochmal sehr fein. So sehen die Zwiebeln nach ein paar Minuten aus. Wir lassen sie jetzt noch mal 1 bis 2 Minuten weiter braten. In der Zwischenzeit schneide ich den gewaschenen Salat in Streifen. So, und jetzt sind die Zwiebeln fertig. Sie sollten wirklich schön weich und leicht angebräunt sein. Jetzt geben wir 1 Teelöffel Zucker dazu und lassen ihn karamellisieren. Den Herd ausstellen und anschließend die Zwiebeln zur Seite stellen und warm halten. Hier forme ich jetzt meine Burger. Sie sollten nicht zu hart gepresst werden, sondern schön locker und einfach zu einem Burger geformt werden. Anschließend mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Für die Burgersoße 3 Esslöffel Mayonnaise, 3 Esslöffel Ketchup und 1 Teelöffel Senf vermengen. Die Burger jetzt in wirklich einer heißen Pfanne mit Butterschmalz oder Öl braten. Jetzt die obere Seite nochmal salzen und pfeffern. Und jetzt bei hoher Hitze braten. Immer mal drunter schauen, ob sie gewendet werden können. Jetzt den Backofengrill auf 230 Grad vorheizen. Die Burgerbrötchen mit der Außenseite nach oben auf ein Backblech legen. So, die Burger können jetzt gewendet werden. Ich bleibe weiterhin jetzt bei der hohen Temperatur. Und wenn die andere Seite auch schön braun gebraten ist, dann senke ich die Temperatur auf 3/4 und brate den Burger dann gar. Jetzt kannst du die Burgerbrötchen auf die mittlere Schiene in den Ofen schieben und für ca. 1 bis 2 Minuten kurz anbacken. Danach die Burgerbrötchen wenden und mit dem Käse belegen. Zurück auf die mittlere Schiene geben und warten, bis der Käse geschmolzen ist. Dann den Ofen abstellen und die Brötchen im Ofen warm halten. So, und jetzt wird der Burger belegt. Hier sind meine Brötchen mit dem leckeren Cheddar-Käse. Jetzt kommt als erstes der Salat oben drauf. Dann dieser wunderbare Burger. Und auf dem Burger streichen wir jetzt mit einem Messer etwas Tomatenmark. Das macht den Burger richtig saftig und lecker. Diese Idee stammt von einem Spitzengastronomen und zwar Heston Blumenthal. Dann werden großzügig die Tomaten und die Gurken drauf verteilt und zum Schluss kommen die warmen karamellisierten Zwiebeln obendrauf. Jetzt noch den Deckel draufsetzen. Ja, und dann das Ganze mit der leckeren Hamburger Soße genießen. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten euch allen noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao.